Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind bei so einem wichtigen Thema. Das muss man ehrlich auch sagen. Einerseits natürlich für viel Frust sorgt auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber natürlich auch sehr viele Chancen mit sich bringt. Und zwar die Veränderung im Lokaljournalismus und eben auch in Bezug auf das Geschäftsmodell. Und als ich noch für ZDF Reporterin war und in Sachsen-Anhalt unterwegs war, muss ich sagen, ist mir das oft so gegangen, dass die Leute gar nicht wirklich wussten, dass das ZDF dort vertreten ist. Die fanden das toll, aber die hatten das gar nicht auf dem Schirm und haben mich immer gefragt, ob ich vom MDR bin. Und das hat mir zum ersten Mal so richtig auch auf der beruflichen Ebene nochmal gezeigt, wie wichtig der Lokaljournalismus ist und wie das einfach in den Köpfen der Menschen ist, dass die vor Ort sind und ansprechbar sind. Und wir wollen hier natürlich jetzt erstmal einordnen, verstehen. Wir wollen natürlich auch den Finger ein bisschen auf die Wunde drücken und gleichzeitig aber auch mit Lust nach vorne schauen. Und das machen wir gemeinsam mit diesen wunderbaren Gästen. Die sind einerseits Julia Becker, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Funke Mediengruppe, Carsten Dietmann, Geschäftsführer der DDV Mediengruppe, Rolf-Dieter Laffrenz, Geschäftsführer der Schickler Unternehmensberatung und Hanna Super, Chefredakteurin der Leipziger Volkszeitung. Und ich sage bewusst wir, weil dieses Panel sehr gerne auch Dialog sein darf, gerade bei so einem Thema, das doch, glaube ich, auch für viele irgendwie sehr nah ist, ist es wichtig, dass wir auch gemeinsam ins Gespräch kommen. Das bedeutet, wenn Sie hier im Raum Fragen zu entsprechend den Themen haben, über die wir gerade in dem Moment auch sprechen, dürfen Sie natürlich auch zwischendurch gerne schon mal sich einbringen und die Hand hochheben. Ansonsten haben wir natürlich gegen Ende nochmal Zeit für Fragen. Seit einer ganzen Weile haben wir natürlich alle, glaube ich, die Aussage ganz präsent und das zeigen auch die Zahlen. Lokaljournalismus scheint irgendwie auszusterben, okay. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt auch durch Corona, glaube ich, noch mal mehr gemerkt, dass genau in dieser Zeit Lokaljournalismus extrem wichtig war und auch eher die Bedeutung von Lokaljournalismus für sehr viele gestiegen ist. Deswegen ist natürlich jetzt meine Frage, wie steht's eigentlich um den Lokaljournalismus? Einerseits so, andererseits so? Also sehr gerne würde ich natürlich zu dieser wichtigen Frage die Runde eröffnen wollen. Bedanke mich erstmal für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen und über ein echtes Herzensprojekt für meine Familie und mich zu sprechen, nämlich den Regionaljournalismus. Wenn Sie sagen, dass Regionaljournalismus stirbt, kann ich das nur ganz klar korrigieren, möglicherweise einschränken hin zu Printjournalismus, Printregionaljournalismus stirbt. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass eine Leserschaft das Printprodukt möglicherweise oder dass eine geringer werdende Leserschaft, um das mal vorsichtig zu formulieren und nicht mit dem Wort Aussterben gleich zu versehen, weniger wird. Das heißt, unsere Nachrichtenkanäle, auf denen wir unsere regionaljournalistischen Inhalte anbieten, werden vielfältiger, indem wir sie natürlich im digitalen Format erreichen wollen, was dann aus Leserinnen und Lesern, Userinnen und User macht, aber eben auch die Audioformate, die Podcasts, sie boomen gerade im Bereich des Regionaljournalismus. Also ich möchte das korrigieren und sagen, Print stirbt möglicherweise, ist aber sicher noch nicht auf dem Sterbebett liegend. Es ist an uns, diese Herausforderungen zu meistern, die in erster Linie marktwirtschaftliche Hintergründe haben, denen wir klar entgegentreten müssen, und zwar auch in einem anderen Verständnis von Geschlossenheit und Gemeinsamkeit, was unsere Forderungen an die Politik angeht, Stichwort Zustellförderung für einen Übergangszeitraum, um sicherzustellen, dass unsere Inhalte eben noch da zu den Abonnenten des Printproduktes kommen, wo die Infrastruktur uns das nachhaltig erschwert. Der steigende Mindestlohn ist ein Stichwort. Also wir haben ein paar Themen, die wir seit Jahren kennen, die wir auch seit Jahren konsequent auf politischer Ebene platziert haben. Wir sind aber durch diese Bedrohung, die wir auch im Markt erleben, durch die Tech-Giganten, Facebook, Google, Amazon, die unsere Vertriebs- und Vermarktungserlöse, auch das ist jetzt keine neue Erkenntnis, wirklich mit Schaufelradbaggern uns abgraben, einfach gezwungen, neue Wege zu gehen. Und ich persönlich kann für Funke, unser Unternehmen, nur sagen, wir sehen das als eine riesige Chance und Herausforderung. Wir sind nicht zu spät, indem wir uns auf den Weg gemacht haben. Wir haben viele Vorkehrungen
schon vor vielen Jahren getroffen. Ich glaube, wir haben noch mal richtig an Fahrt und entschlossenem Tempo aufgenommen, als es uns bewusst war, wir müssen die Weichen auch innerhalb des Unternehmens jetzt konsequent neu stellen. Meine Familie und ich haben deswegen auch im vergangenen Jahr, also fast vor einem Jahr, auf den Tag genau unsere eigenen Gesellschafterstrukturen bereinigt, indem wir unsere Mitgesellschafteranteile übernommen haben und insofern sicherstellen können, dass wir als Eigentümer für ein regionaljournalistisches Haus, was aber eben auch Zeitschriften verlegt, in die Verantwortung, in das Investment gehen, weil wir an Print und an die digitale Zukunft des Journalismus fest glauben und dass diese Verantwortung etwas ist, was wir auch selbst mitgestalten und tragen wollen. Und insofern kann ich für unser Unternehmen sagen, Regionaljournalismus ist wirklich der Motor unserer Demokratie und wir werden alles tun, um dafür auch eine nachhaltig sichere Zukunft zu schaffen. Ich würde das vielleicht... Oh, Entschuldigung. Ja, vielen Dank. Ich würde es gerne ergänzen, weil ich... vielen Dank für Ihr Eingangsstatement, Frau Hoffmann. Ich würde dem widersprechen, denn diese Lamoyanz haben wir eigentlich gar nicht bei uns in den Regionalzeitungsverlagen. Natürlich ist es so, dass die Printauflagen sinken, aber mitnichten sehen wir es so, dass es kein Interesse an lokalen und regionalen Inhalten gibt. Sie haben es gesagt, die Corona-Pandemie hat es nochmal sehr deutlich gezeigt. Es gibt eine große Nachfrage daran zu verstehen und eingeordnet zu bekommen, was vor Ort passiert und was das für das eigene Leben bedeutet. Und ich glaube, was wir in den letzten Jahren gelernt haben und auf dem Weg, welchen Weg wir uns gemacht haben, beispielsweise mit der Leipziger Volkszeitung als Teil der Mazak Mediengruppe, ist auch, dass wir das als Chance sehen, auch nochmal wirklich uns zu überlegen, was wollen die Menschen eigentlich lesen, was wollen sie konsumieren, was können wir für die Menschen in der Region tun. Denn die Digitalisierung ist an der Stelle auch eine Chance, nochmal darüber nachzudenken, was für ein Produkt wir eigentlich anbieten. Und was wir sehr stark machen bei der LVZ, aber wie ich weiß auch bei vielen anderen Tageszeitungen, dass wir überlegen, was für Inhalte machen wir denn eigentlich? Und genau überprüfen, das können wir mit Daten messen im Digitalen sehr viel besser, als wir das früher in der Printzeitung konnten. Da dachten wir, wenn sich zwei Leser melden, die vielleicht auch noch Teil dieses Vereins sind, über den wir berichtet hatten, dass das ein guter Beitrag war, weil ja zwei Leute das sehr gut fanden. Das ist aber vielleicht gar nicht so, wie wir jetzt an den digitalen Kennzahlen sehen. Das heißt, wir können jetzt nochmal ganz neu uns justieren und sehr viel näher an den Leser heranrücken, weil wir über das Digitale sehr viel klarer haben, was wir eigentlich bieten müssen. Und das ist eine große Chance, aber auch eine riesengroße Aufgabe, weil es bedeutet, dass wir in unseren Redaktionen sehr stark auch selbstkritisch sein müssen, ob das, was wir bisher gemacht haben, vielleicht gar nicht immer den Punkt getroffen hat. Dann würde ich jetzt an der Stelle noch ergänzen, Anna Super sagte es ja schon, wir können messen, was gelesen wird im Digitalen und wir messen und wir stellen fest, dass überall dort, wo jetzt der Zugang mindestens mal kostenfrei ist, die Zugriffszahlen zum Lokaljournalismus deutlich, deutlich höher sind, als sie noch waren, als es nur in der Zeitung im Print verfügbar war. Das heißt also, das Interesse an Lokaljournalismus ist definitiv da. Die große Frage ist halt einfach, wie bekommen wir als Zeitungsverlage dort eine Finanzierung für hin und wie bekommen wir auch ein Bewusstsein der Leser, halt eben sich dort digital auch in ein Abo oder in ein Pay-Modell halt eben zu verpflichten. Ich möchte allen Vorrednern zustimmen, aber doch ein wenig Wasser in den Wein gießen wollen. Wir haben, glaube ich, die Situation, es wurde schon erwähnt, dass die Printzeitung als Hauptgeschäftsmodell im Moment unter Schwierigkeiten steckt und wir im Digitalen große, große Fortschritte machen. Die Frage ist, ob es schnell genug gelingt. Und was wir sehen, sind sehr, sehr große Unterschiede unter den Regionalverlagen. Die Neuaufstellung im Digitalen erfordert ganz andere Technologien, ganz andere Vorgehensweisen, ganz anderes Know-how. Und unsere große Sorge ist, dass das nicht alle gleichzeitig in dieser gebotenen Geschwindigkeit mit den Investitionen, die damit verbunden sind, hinbekommen werden. Insofern ist das jetzt eine ganz kritische Zeit. Die nächsten Jahre werden entscheiden, ob die Geschäftsmodelle gelingen, ob die Investitionen gelingen, ob das der Know-how-Aufbau gelingt. Und dass der Bedarf da ist, ist, glaube ich, deutlich geworden. Der Bedarf ist, glaube ich, wird eher noch steigen. Die Frage ist, wie man das Geschäftsmodell aufbaut.
Aber ich glaube, da sind wir genau an dem Punkt, den Frau Becker angesprochen hat. Wir haben ja im Grunde, wenn man so möchte, inzwischen zwei Zielgruppen, eine Print-Zielgruppe, eine digitale Zielgruppe. Die Print-Zielgruppe ist tendenziell älter, stirbt womöglich auch aus und die digitale ist halt eben das Nachkommende. Die Print-Zielgruppe ist, da rede ich mal für unseren Verlag, aber ich kenne es auch aus anderen Verlagen, nicht bereit, ins Digitale zu wechseln. Das hat teilweise mit dem Ausbau von Breitband in der Region zu tun, das hat aber natürlich auch was mit dem Alter zu tun, sodass wir uns alle miteinander fragen müssen, was machen wir mit dieser Zielgruppe? Wollen wir die irgendwann abklemmen und wollen sagen, das rechnet sich nicht mehr? Oder ist es ein demokratischer Auftrag, zu sagen, diese Menschen haben auch verdient, ihren Lokaljournalismus zu bekommen und dann wird es wahrscheinlich nicht anders gehen, als dass auch der Staat an der Stelle temporär für eine Zustellunterstützung Geld zur Verfügung stellt. Aber Herr Liedmann, da kann ich glaube, Sie haben es nicht so gemeint, im Hinblick auf die ältere Printleserschaft eine Formulierung zu wählen, die haben es auch verdient, ihre Tageszeitung noch zu erhalten. Ich glaube, Sie meinen es eher so, dass diese Leserschaft, die über Generationen ein Zeitungsabo sich geleistet hat, was bei zunehmendem Abo-Kostensteigerungsdruck, den wir Häuser ja nun mal auch genau an den Endverbraucher weitergeben, es an uns ist, genau dieser Zielgruppe es ist aller Ehren wert, dass Sie diesen Weg bis hierhin mitgegangen sind, weil ich fest davon überzeugt bin, dass genau diese Klientel an die Notwendigkeit und auch an die Verantwortung glaubt, die ein jeder Leser, eine Leserin hat, sich wirklich so zu informieren über die Geschehnisse der Welt, dass sie sich tatsächlich eine fundierte Meinung bilden, um in dieser pluralistischen Gesellschaft ihren Teil dazu beizutragen, dass die richtigen Entscheidungen auf Regierungsebene getroffen werden können, dass man zur Wahl geht. Also alles, was das Fundament dieses unseres freiheitlichen Gesellschaftssystems ist, das haben wir zum großen Teil genau dieser Leserschaft zu verdanken. Wir müssen verstehen, und da bin ich voll bei Frau Supper, dass Digitalisierung nicht ausschließlich ein Inhalte Thema ist, wo man in den alten Strukturen als Chefredakteur, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, mit dem erhobenen Zeigefinger auf die Leserinnen und Leser geschaut hat, das müsst ihr wissen. Und wenn es dann ein, zwei Rückmeldungen gab, dann hatte man schon irgendwie das Gefühl, wir lagen so quasi gut. Wir lernen jetzt durch die Transparentmachung auch der Klickzahlen unserer Inhalte, was Themen für eine Relevanz erhalten, die der Chefredakteur möglicherweise gar nicht auf dem Schirm hatte. Also da kann ein Volontär, und das ist ja die große Transformation, die jetzt eben auch in den Köpfen, in den Redaktionen stattfindet, da kann ein Volontär eine tolle Idee haben, die mit der Fällung einer alten Eiche in irgendeinem Randbezirk von Essen-Nord zu tun hat und erreicht damit auf einmal eine Abo-Quote, die nie zu erwarten war, weil die Menschen das, was vor ihrer Haustür passiert, tatsächlich mitverfolgen wollen. Und der Kaninchenzüchterverein, über den man in meiner Zeit, als ich noch Praktika in Zeitungsredaktionen absolviert habe, wo man mich hingeschickt hat nach dem Motto, das kann die Praktikantin machen, das ist mittlerweile ein Teil einer Lebenswelt, der irgendwo der gesellschaftliche Kitt auch unserer Gesellschaft ist. Also da herabzuschauen und zu sagen, das sind so die Kleinstthemen, da schicken wir die mit der wenigsten Kompetenz hin. Die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, wir müssen viel mehr verstehen, abzubilden, was in der Gesellschaft wirklich relevant ist, was die Menschen interessiert. Und eben auch die Themen durch die Besetzung in unseren Redaktionen, Stichwort Diversität, so abzubilden, dass es eben nicht die klassischen Zugänge, Abitur, Volontariat, immer nur der eine Kanal, der in unseren Redaktionen dann am Ende die Inhalte produziert, sondern viel offener sein für eine Gesellschaft, wie sie eben da draußen auch gelebt wird. Die Diversität, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Biografien, je bunter, desto besser. Und ich glaube, dann sind wir alleine das Stichwort Frauen, je weiblicher wir in diesen Redaktionen, gerade in den Regionalredaktionen, besetzt sind, desto besser erreichen wir auch weibliche Zielgruppen. Und wir haben das viel zu lange vollkommen unterschätzt, diesen Mehrwert an Kompetenz, den man nicht nur zulassen soll, sondern den man auch vorleben muss. Und
viele Unternehmensberatungen und ich kann wirklich aus meinem Unternehmen aus langer Erfahrung sagen, wir haben sie alle im Hause gehabt, wir haben sie auch noch und es geht wahrscheinlich auch nicht ohne, aber man muss tatsächlich lernen, dass die Kulturveränderung ein Teil der digitalen Transformation ist. Wir als Verlagshäuser müssen Strukturen schaffen, in denen Menschen wie Frau Supper und viele andere Journalistinnen und Journalisten sich wirklich zu Hause anerkannt und gesehen fühlen. Und wir kommen aus einer Zeit, wo sämtliche Ergebnissparmaßnahmen in erster Linie immer in den Redaktionen stattgefunden haben. Auch dafür bin ich sehr selbstkritisch heute hier und sage, da ist Funke tatsächlich ein schlechtes Beispiel. Aber ich möchte das ändern. Dafür bin ich mit meiner Familie angetreten und ich möchte, dass wir den Wert des Journalismus in einer Weise wieder neu denken. Das ist eine riesige Möglichkeit auch, um die Qualität unserer Inhalte zu steigern, indem wir die journalistische Kompetenz an Prio 1 unserer Unternehmen setzen. Dabei, ganz klar, müssen die technischen Voraussetzungen, die Strukturen geschaffen werden, gesund sein. Und es müssen Kooperationen in technischen Bereichen da stattfinden, wo man nicht 5 Druckereien braucht für 3 Zeitungen, sondern sich mal überlegt, was ist hier an Effizienzen möglich, um die Marke und das Fortbestehen der journalistischen Marken zu sichern. 2 Gedanken da vielleicht noch zu. Aus meiner Sicht befinden wir uns in den Redaktionen gerade in einer Inhaltetransformation. Denn wir haben in den letzten Jahren zu oft vielleicht nur darüber nachgedacht, dass wir jetzt, wenn wir diesen Kanal noch bespielen und hier noch eine Kachel machen und dort unser Thema noch platzieren, dass wir dann schon uns digitalisieren, obwohl die Kernfrage eigentlich sein muss, was für einen Journalismus bieten wir eigentlich an, gerade in jüngeren, digitaleren Zielgruppen, die wir eigentlich erreichen wollen. Denn klar ist, mit den Inhalten, die wir in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gemacht haben, erreichen wir diese jungen Menschen nicht. Sie haben gerade das Baumbeispiel erwähnt, davon haben wir Dutzende, wo wir sagen können, dass aus einer alten vielleicht Bewertung von lokaljournalistischer Relevanz wäre das vielleicht nicht in der Zeitung gelandet. Muss es vielleicht auch gar nicht immer unbedingt, sondern man muss einfach betrachten, was sind die Themen, über die Leute sprechen vor Ort und muss dann auch ein Stück weit unterscheiden zwischen einem großstädtischen Publikum und einem ländlichen Publikum. Wir haben das im Verbreitungsgebiet der Leipziger Volkszeitung sehr extrem. Wir haben die große, moderne Großstadt Leipzig und wir haben eben auch viele Lokalredaktionen in der sächsischen Fläche, dass hier unterschiedliche Perspektiven auf verschiedene Themen sind, wenn wir nur an das Thema Verkehrswende denken. Auch das müssen wir inhaltlich abbilden können. Das heißt, wir führen in der Stadt eine ganz andere Debatte über die Frage, wie der Verkehr der Zukunft aussieht, als wir das auf den sächsischen Dörfern tun können. Und das zu adressieren, das richtig aufzubereiten, das ist eine wichtige journalistische Aufgabe an der Stelle. Und ich glaube, dass wir da sehr viel mehr Arbeit reinstecken müssen und auch sehr viel kritischer sein müssen mit unserem Journalismus. Denn was wir auch gesehen haben in den letzten Jahren und im Moment erleben wir auch eine sehr starke Nachrichtenmüdigkeit der Menschen. Das, was wir anbieten, und das ist nicht nur regional zu sehen, glaube ich, das gilt überregional genauso, ist nicht immer unbedingt vom Interesse der Menschen, weil sie sagen, das ist mir zu viel, ich steige auch gerade im Digitalen irgendwann aus, weil es ein Overkill an Informationen ist. Das heißt, wir müssen noch zielgerichteter überlegen, was sind denn eigentlich die Fragen, die wir gerade beantworten. Und das ist ein Thema, was ich auch sehr für unsere Redaktion sehe, häufiger auch zu überlegen, dass wir nicht nur Probleme adressieren, sondern auch darüber nachdenken, gibt es denn auch schon Lösungsansätze für dieses Problem? Das heißt, dieser klassische Regionaljournalismus mit wir fragen den und der findet das auch blöd und der Dritte sagt auch, das war schon immer schlecht, das ist einfach, ist auch eine schnell hergestellte Nachricht, zu recherchieren, aber zu gucken, gibt es denn Menschen, die Ideen haben, wie man dieses Problem lösen kann, das Ganze aufzubereiten. Auch das sagen uns erste Zahlen, dass das oft Themen sind, die dann sehr viel stärker nachgefragt sind, weil die Leute sagen, okay, das hilft mir weiter in meiner eigenen, in meinem eigenen Gedankengang, wie ich über Themen und die Welt nachdenke. Wenn wir jetzt über Transformation, Veränderung sprechen, dann ist natürlich das Inhaltliche total wichtig. Deswegen sprechen wir das ja auch an, weil ich glaube, man kann das Gehäuse, das Modell nicht ohne den Inhalt irgendwie begreifen. Und gleichzeitig ist, wenn man anfängt, Inhalte auch neu zu denken und Modelle neu zu denken, ist ja auch absolut relevant,
zu transformieren, also das eigene Unternehmen zu transformieren. Weil wenn man das nicht schafft, dann kann man noch so sehr versuchen, irgendwie Modernität und Transformation irgendwie nach außen zu tragen. Aber es geht ja einher. Daher ist jetzt nochmal so ein bisschen die konkrete Frage auch, A, natürlich aus Ihrer Expertise von außen zu sehen, wie passiert das in den Redaktionen und andererseits natürlich auch in den Redaktionen und Häusern selbst. Wie leben Sie diese Transformation, die Umstellung im Haus selbst? Sie hatten gerade die Diversität angesprochen, natürlich auch inhaltliche Umorientierung. Ich glaube, dass es vielen Menschen jetzt hilft, so ein bisschen was Konkretes mitzukriegen, ja, um selber auch noch zu überlegen, was kann ich noch besser machen? Also wir führen ja gemeinsam mit der dpa das Projekt DRIVE durch. Da sind mittlerweile schon über 20 Regionalzeitungen angeschlossen. Es ist ein gemeinsames Data Warehouse. Wir haben dort über 2 Millionen User Events, also Kunden, Nutzerbewegung pro Stunde mittlerweile, über 7 Milliarden Datensätze insgesamt. Und da zeichnen sich schon sehr deutliche Trends raus. Ein Trend ist beispielsweise, dass es noch nicht gut genug gelingt, die Nutzer tatsächlich auf den Seiten zu halten. Wir haben etwa 95% der Reichweite kommt weniger als zweimal pro, also weniger als zweimal alle 2 Wochen. Wir machen einen Schnitt in den, das nennen wir die Flybys und die Non-Engaged, die kommen einmal alle 2 Wochen und die beiden Gruppen zusammen bilden 95% der Reichweite der aktuellen. Also diese Stickiness auf der Seite hochzubringen ist ein Thema. Wir merken andererseits, dass etwa 90% der Artikel so gut wie keine Reichweite erfahren, keine wirkliche Relevanz bei den Usern erfahren. Es sind nur ganz wenige Artikel, die überproportional steigen. Wir haben also 2 sehr große Herausforderungen und da gebe ich Ihnen, Frau Becker und Frau Supper, vollkommen recht. Es ist eine Frage des Journalismus. Es ist aber auch eine Frage der Transformation des Journalismus. Wir haben Algorithmen gebaut, die Artikelkategorien klassifizieren in Nachrichten, Hintergrundstücke und so weiter. Stellen fest, dass etwa 90% der Artikel der Veröffentlichten tatsächlich Nachrichtenartikel sind und diese Nachrichtenartikel eine untergeordnete Wirkung auf die User haben, also wenig Stickiness und wenig Conversion und so weiter. Wir stellen fest, dass Artikel, die mehr Kontext bieten, also Erklärungen, Perspektiven und so weiter, wie Sie eben sagten, Frau Super, überproportional gut funktionieren. Wir stellen fest, dass auch Artikel, die inspirieren, also positiv inspirieren, aber auch einfach nur unterhalten, nicht überdurchschnittlich gut funktionieren. Und so ist es im Moment ein gewaltiger Transformationsprozess in den Redaktionen, weil die Inhalte von früher einfach nicht mehr so gut funktionieren. Aber Herr Lafrenz, jetzt erlauben Sie mir dann auch mal die Frage, also ich habe mir auch heute Nacht gedacht, in meinem nächsten Leben werde ich auch Unternehmensberater, weil es ist wunderbar, so reinzuschauen und zu sagen, das läuft nicht hier und große Strukturen, alles zu langsam. Jetzt haben Sie wunderbar zusammengefasst, was alles eher nicht funktioniert, was keine Relevanz hat, was nicht ausreichend performt, was nicht ausreichend in einem Digital-Abo endet. Was wäre jetzt nach all Ihrer langjährigen Erfahrung quasi die Prio-1-Liste, Ihre Empfehlung an Verlage? Was muss am Ende jetzt getan werden, um genau dahin zu kommen? Wir können ja Menschen wie Frau Supper nicht sagen, jetzt schreiben Sie Ihre journalistischen Texte gemäß eines Kataloges, der muss A, relevant sein, dann soll er zu einem Digital-Abo sowieso immer führen und dann soll er auch nicht nur zweimal in 2 Wochen. Ja, klar. Wie geht das? Also DRIVE ist ja kein Beratungsprojekt, sondern ein Transformationsprojekt, gemeinsam mit allen Verlagen. Wir sind jetzt zum Beispiel in 2 Wochen in einem großen Workshop zusammen. Da haben wir Schibsted mit eingeladen, die da schon einen Schritt weiter sind. Wir arbeiten im Moment mit 6 Verlagen ganz konkret daran, bestimmte Bedürfniskategorien, von denen wir wissen, dass sie gut funktionieren, wie zum Beispiel Sicherheitsempfinden, Gerechtigkeitsempfinden und solchen Themen, wie wir es schaffen, gemeinsam mit den Verlagen, also da bauen wir Templates, wir trainieren Redakteure und so weiter, Themen, die auf der Nachrichtenlage offen liegen, so zu schreiben, dass sie teilweise auch in Themenkarrieren wirklich funktionieren. Und das messen wir und dann läuft so ein permanenter Prozess an. Also ich
darf das ungeduldig sein, weil ich muss das auch sein. Und ich meine das auch nicht persönlich, aber ganz ehrlich, wir haben da draußen einen Krieg in Europa. Alleine das Stichwort, wir müssen ein Sicherheitsgefühl vermitteln. Ich finde, ja, in einer guten Welt wäre das jetzt wahrscheinlich unser First-Class-Bestreben. Aber ich finde, wir haben im täglichen Tun gerade eine vollständig neue Herausforderung, nämlich in wahnsinnig kurzer Zeit sicherzustellen, herauszufiltern, technisch mit vollkommen neuen Herausforderungen auseinanderzusetzen, wenn es darum geht, die Bilder und die Videos erstmal im Hinblick auf ihre Quelle, um die Verlässlichkeit, um das Vertrauen der Menschen, die unsere Konsumenten sind, denen erstmal ein verlässliches Infomaterial zukommen zu lassen. Wir haben erlebt in den vergangenen Wochen, dass wir hier in einem vollständig neuen Horrorszenario angekommen sind, nicht nur was die Bilder angeht, die wir tagtäglich auch in unseren Medien transportieren müssen, sondern dass die Quellen einfach nicht sicher sind und dass wir in wahnsinnig kurzer Zeit mit den Mitteln, die wir in unseren Redaktionen haben, dafür sorgen müssen, das, was wir hier als Bild in unsere Kanäle geben, ist echt. Das heißt, Sie brauchen ein vollständig neues Verständnis auch das ist ja ein Krieg der Desinformation und der Wahrheitsgehalt. Ich verstehe vollständig Ihren Punkt. Bloß wir sind jetzt hier in einem Zeitalter, wo ich sagen kann, für mein Unternehmen, wir warten nicht mehr. Wir haben uns wirklich intensiv auch investiert, auf den Weg gemacht, Tools zu investieren, die das ganze Plattformverhalten für uns, ich kann nicht warten, bis wir irgendwann in dieser Branche zu der Erkenntnis gekommen sind, so geht es, sondern ich möchte jetzt sicherstellen, dass wir wissen, was interessiert unsere Leser, wie sieht eine Plattform aus, in der Leserinnen und Leser, Userinnen und User ihre Interessen eingeben, wie können wir ein bisschen auch Inhalte, Themen fokussierter ihnen dann das anbieten, was eben für spezielle Zielgruppen, also dieses Data-Management auch zu verstehen, dafür braucht es technische Tools. Mhm. Und die kann man sich am Ende des Tages, ehrlich gesagt, auch nur sehr teuer einkaufen. Und das muss man jetzt tun und man muss genau in diese digitalen Technologien investieren. Das kann ich aber nur, wenn ich mir vorgenommen habe, keine weiteren Riesenmassenentlassungen aufgrund von Zustellthemen, die die Bundesregierung nicht löst, vornehmen zu müssen. Ich möchte und werde unsere Journalistinnen nicht vor die Tür setzen, weil die brauchen wir. Wir müssen uns in dieser Branche einfach mal darauf verständigen, gemeinsam das zu tun, was getan werden muss. Und dafür braucht es am Ende sogar einen Verband, der geschlossen als Branche vor den Türen der Politik steht und sagt, wir brauchen jetzt eine Mehrwertsteuersenkung, was auch immer. Aber wir können jetzt nicht zu viel Zeit damit zu vertun, und das meine ich auch hier nicht despektierlich, aber wir haben eine vollständig neue Herausforderung nach Corona und jetzt Ukraine-Krise, und es ist unsere Chance, das Vertrauen der Menschen, die und das ist ja nachweislich gestiegen, war nie so hoch in Regionalmedien wie jetzt, und das Misstrauen unseren Inhalten gegenüber war nie so gering wie jetzt, und daraus müssen wir jetzt was machen. Ella Franz, wollen Sie dazu direkt noch was sagen? Ansonsten? Ich glaube, das war ein Missverständnis. Als ich sagte, also wir können messen, dass Leser ein Sicherheitsbedürfnis haben und das gerne wiederfinden wollen in den Contents. Ich will ein ganz konkretes, weil Sie nach einem ganz konkreten Beispiel gefragt haben. Es gab zum Beispiel neulich jede Menge Artikel über Nahrungsmittelknappheit in den deutschen Supermärkten. Und was wir zum Beispiel in dem Projekt Drive machen, ist, wir schauen, dass man solche Themen entsprechend der tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer weiterentwickelt. Da sind zum Beispiel solche Sachen wie sehen Lieferketten von Lebensmitteln ganz konkret aus? Brauche ich Angst haben, dass ich in 3-4 Monaten weitere Lebensmittel nicht mehr bekommen habe? Muss ich Hamsterkäufe machen und so weiter? Da sind draußen ganz, ganz viele ganz konkrete Bedürfnisse. Und rein nachrichtengetriebene Artikel treffen diese Bedürfnisse nicht immer ausreichend. Und was wir, weil Sie gefragt haben, was wir ganz konkret machen, wir arbeiten gerade mit den Redaktionen daran, diese Bedürfnisse zu erkennen und tatsächlich umzusetzen. Und das ist gar nicht so leicht in den täglichen Abläufen tatsächlich auch zu machen. Vielleicht
Kann ich da noch ein bisschen aus der Praxis berichten? Die Frage war ja, was machen wir eigentlich, wie transformieren wir unsere Redaktion, als wir von dem Inhaltethema gerade kamen? Auch ohne Drive-Projekt haben wir für uns erkannt, dass wir zu viele Nachrichten produzieren. Zu viele Nachrichten, die keiner lesen will, die auch den Punkt nicht treffen, an dem die Leser gerade stehen. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel bei der Leipziger Volkszeitung angefangen, wir haben 6 Lokalredaktionen außerhalb von Leipzig, zu sagen, wir definieren jede Woche andere Formate, die wir mit den Redaktionen erarbeiten. Wir machen Reportagen, wir machen sogenannte strukturierte Artikel, das ist sowas wie ein FAQ oder Aufzählung und so weiter, also ein bisschen portionierbarere Themen, wo man sich auch ganz andere Gedanken darüber machen muss, was für ein Thema eignet sich denn dafür. Wir machen ein Porträt und ein Interview. Das klingt total banal, aber sich darauf festzulegen, zu sagen, jede Redaktion, wir haben aus Oschatz, aus Döbeln, aus Delitz, aus Allenburg jede Woche diese Formate im Angebot und zwingen uns selber dazu, diese herzustellen, das hat schon mal einen sehr großen Effekt. Und wir sehen, tada, natürlich auch in Digitalzahlen, dass das meistens die Themen sind, die gut funktionieren. Natürlich, eine starke Nachricht ist eine starke Nachricht und die wird auch dann nachgefragt vom Publikum. Und das heißt ja auch nicht, dass wenn wir jetzt ein Interview gemacht haben, wir dann die Nachricht nicht mehr machen, sondern wir versuchen uns einfach zu fokussieren, welche Themen sind da und wie bereiten wir sie auf. Das ist ein Punkt. Ein zweiter, den wir jetzt in der Redaktion, in der Transformation angegangen sind. Wir haben auch gesehen, dass natürlich, das wissen wir seit Jahren, aber die Frage ist ja auch immer, wie radikal setzt man das um, dass die klassische Struktur einer Redaktion so nicht mehr funktioniert, wenn wir wirklich digital first arbeiten wollen. Natürlich haben wir uns auf Kanäle eingestellt. Wir machen Social Media. Wir haben einen Frühdienst und einen Spätdienst, damit wir rund um die Uhr die Webseite bespielen können. Das alles haben wir ja überall schon gemacht. Was wir bei der LVZ jetzt getan haben, ist gesagt, wir schaffen jetzt auch die klassischen Ressorts ab. Das heißt, Ressort ist immer irgendwie auch etwas, das steht über der Zeitungsseite drüber. Das Ressort ist dann dafür zuständig, diese Zeitungsseiten zu füllen. Und ich überspitze mal, so war es natürlich längst nicht mehr. Aber sagen wir mal, wenn wir 4 Texte haben, haben wir grob 1,5 Seiten gefüllt mit einer Anzeige, dann reicht das auch. Aber darüber nachgedacht, ob wir eigentlich die richtigen Themen an dem Tag für die Menschen haben, haben wir damit nicht. Wir haben also bei der FVZ jetzt Thementeams gegründet und haben die klassischen Ressorts abgeschafft und haben gesagt, es gibt ein Thementeam Infrastruktur und Stadtentwicklung für Leipzig. Es gibt ein Thementeam Stadtleben, es gibt ein Thementeam Kommunalpolitik. Um zielgerichteter uns in diesen Themenbereichen zu überlegen, was wollen wir eigentlich für die Nutzerinnen und Nutzer für Themen entwickeln. Und am Ende des Tages oder Mitte des Tages schauen wir, was haben wir denn in unserem Themenkörbchen, woraus wir dann auch eine gute Zeitung machen. Und es ist am Ende so, dass durch dieses themenfokussierte Arbeiten und die Überlegung, was wollen die Leute eigentlich wissen und welche Fragen können wir beantworten und wie können wir es einordnen, auch die Zeitung besser wird. Denn auch die Zeitung ist nicht gut, wenn dort nur Berichte stehen, wenn dort nur Nachrichten stehen. Auch die profitiert wahnsinnig von diesem Formatwandel und von diesem Formatwechsel. Und ich glaube, dass das der Weg ist, der aber natürlich sehr viel Kommunikation bedarf mit den Redaktionen, um zu erklären, wie so ein neuer Angang an ein Thema sein kann. Das heißt, wir gehen wirklich dazu über, dass die Kolleginnen und Kollegen die Themen pitchen sollen. Also sagen, warum willst du deine Zeit jetzt für dieses Thema aufwenden? Und das ist auch zum Teil ein schmerzhafter Prozess, weil wir auch oft sagen, okay, das machen wir heute einfach mal nicht. Und das hat auch gerade in regionalen Zusammenhängen, bringt es viele Diskussionen mit sich, mit Institutionen, mit Vereinen, die sagen, wir kommen ja jetzt gar nicht mehr vor. Und wir aber dann einfach sehr offensiv erklären, warum nicht. Allein letzte Woche hatte ich eine große Runde mit den vielen Bürgermeistern aus dem Umland von Leipzig, wo wir unser neues Konzept erklärt haben und auch erklärt haben, warum wir nicht mehr so kleinteilig aus verschiedenen Ortschaften berichten, wie das vielleicht vor 15 Jahren noch war, weil die Nachfrage danach auch eben gar nicht da ist, sondern Digitales an der Stelle verlangt, dass wir uns da andere Gedanken machen. Ich würde vielleicht an der Stelle gerne mal die vertriebliche Sicht mit reinbringen. Das, was wir gerade feststellen, gerade bei der Entwicklung dieser digitalen Seiten, das sind zwei Dinge. Das eine ist, dass der Datenschutz, der ja, ich habe jetzt letztens gehört, angeblich nur in Deutschland föderalistisch organisiert ist, also auf Länderebene organisiert ist, uns momentan das Leben relativ schwer macht, weil er wünscht, dass es keine amerikanischen Unternehmen mehr gibt, die wir auf den Seiten einsetzen. Das geht so weit, dass Google Analytics nicht mehr eingesetzt werden soll.
das ist schon eine, sagen wir mal, Marktverzerrung, eine Schwierigkeit, mit der wir uns da gerade auseinandersetzen müssen, die ist ganz immens. Und das Zweite, das ist halt eben das Thema, und da bin ich jetzt hier im MDR-Land und sage es trotzdem, öffentlich-rechtlich, wo ich denke, ordnungspolitisch muss man das Ganze einmal nochmal neu ordnen, denn diese digitalen Seiten, die wachsen ja, was ihre Präsentationsformen angehen, immer mehr zusammen. Also wir schicken auf der einen Seite Videos mit raus oder Podcasts und umgekehrt ist der MDR oder die Tagesschau eben auch mit Texten unterwegs, nur eben alles kostenlos. Und da wird es halt eben auch auf Dauer schwierig, sich mit Bezahlinhalten gegen zu positionieren. Herr Frenz, Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, dass diese Debatte aus Ihrer Sicht gar nicht so relevant ist. Ich verstehe das total, auch wenn ich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch arbeite, kann ich das natürlich nachvollziehen, ja, dass vieles dort natürlich zur Verfügung gestellt werden kann, was die Zeitung so vielleicht nicht kann und dieser Wettbewerb natürlich ein Thema ist. Aber mich hat es selbst überrascht, deswegen würde ich diesen Punkt gerne nochmal reinbringen, dass aus Ihrer Sicht das eigentlich gar nicht so das Thema ist. Also ohne Zweifel ziehen die Öffentlich-Rechtlichen sehr viel Reichweite auf ihre Nachrichtenportale. Aber Reichweite ist im Moment nicht das Kernproblem der privaten regionalen Nachrichtenangebote. Wie ich schon sagte, nur 5% der aktuellen Reichweite gelingt es wirklich, sie in ein einigermaßen loyales Verhalten reinzubringen. Nicht? Es muss, wenn ich das Ziel habe, Abos zu gewinnen, brauche ich loyales Verhalten. Wir sehen aus den Daten, dass ein Flyby, also wenn es mir gelingt, aus einem Flyby einen User zu machen, der 10 Minuten pro Woche auf der Seite verbringt, die Conversion-Wahrscheinlichkeit um 130 steigt. Also nicht Prozent, sondern den Faktor 130. Und das ist sozusagen die Kernherausforderung, dieses Produkt so zu machen, dass es mehr Stickiness. Sie lachen. Herr Lafrenz. Also, wenn Sie sagen, wir Regionalverlage hätten kein Reichweitenproblem und es sei, und da stimme ich Ihnen vollkommen zu, irgendwie, es ist ein Widerspruch, wenn das, was öffentlich-rechtliche Kanäle an regionalen Inhalten kostenlos verteilen, eigentlich unsere Kernkompetenz, unser Spielfeld, am Ende auch unser Überlebenskontext da ist, wo diese Vermarktung, dieses privatwirtschaftliche Battlefield, das ist einfach unser Terrain. Und die Frage ist doch, was ist jetzt zuerst gewesen, die Henne oder das Ei? Also haben wir kein Reichweitenproblem mehr, weil öffentlich-rechtlich unsere regionalen Inhalte kostenfrei verteilt? Ich sehe das sehr wohl so und deswegen sind wir, glaube ich, auch genau richtig beraten, hier juristisch sehr klar im Verbund auch gegen diese Form von nicht lauterem Wettbewerb vorzugehen. Und ich kann nur sagen, dass wir als Medienunternehmen uns da auch nachhaltig, auch für kleinere Verlage stark machen werden, weil regionaler Content gehört in unser Überlebensumfeld. Und es kann kein Missverständnis geben, dass öffentlich-rechtliche Nachrichten einen anderen Auftrag haben, der deswegen auch staatlich subventioniert wird, aber der darf nicht immer weiter grenzüberschreitend in der Realität gelebt werden. Also das ist ohne Zweifel richtig. Was ich nur sagen wollte ist, wir sind auch im Wettbewerb mit Social Media. Wir haben eine durchschnittliche Mediennutzung von 2 Stunden pro Tag an Social Media und unter 5 Minuten an Qualitätsnachrichten. Und viele dieser Informationen sind bereits im Umlauf, wenn Sie sich angucken, was Google macht, was Facebook macht und so weiter. Was ich nur sagen wollte ist, wenn ich das Thema habe, dass ich die Reichweite nur, also wir haben, um mal eine Zahl zu nennen, wir nennen bei Drive die Kunden, die etwa 5 bis 6 Mal pro Woche kommen und mehr als 20 Minuten Zeit auf der Seite nutzen, die Champions, nicht? Die Champions an der Gesamtreichweite haben einen Anteil von 0,4%. Der Hebel, was ich nur sagen wollte, ist, der Hebel,
hier für mehr Stickiness zu sorgen und die Kunden, die schon da sind, zu loyalen Nutzern zu machen, ist um ein Vielfaches höher, als noch mehr Reichweite von außen reinzubringen. Das ist das Einzige, was ich sagen wollte. Aber Herr Lavrenz, es ist ja so, dass diese Stickiness, die Sie da ansprechen, oder die Loyalität, ja immer genau an dieser Paywall endet. Das ist ja unser Problem. Wenn wir auch alle Inhalte kostenlos weggeben könnten, wäre wahrscheinlich die Statistik ganz anders. Selbstverständlich. Die Frage ist natürlich auch, was sind Leute bereit zu zahlen und für was? Inwiefern hat sich das vielleicht auch durch Ihre Veränderung jetzt, der Umstrukturierung, nochmal gezeigt? Können Sie da schon was zu sagen, dass die Leute für die einen Sachen mehr bereit sind als früher zum Beispiel? Ja, natürlich. Wir haben klare Daten und wir haben jetzt etwa seit 2,5 Jahren ein Bezahlmodell in der Mazak Mediengruppe und haben in der Zeit natürlich auch schon viel darüber gelernt. Aber es ist, da würde ich Herrn Lavrenz recht geben, es geht ja nicht nur um die Conversions und die Frage, was holt die Leute rein. Beispiel, vorletztes Wochenende war ein großes Rammstein-Konzert, 2 Abende in Leipzig, letztes Wochenende Elton John, 10.000 Leute hier. Wir haben da unendlich viele Abos mitgemacht mit einer großen Breite an Themen, die wir dazu gefahren haben. Das sind am Ende keine loyalen Nutzer. Wir werden jetzt schon sehen, wenn wir in die Daten reingucken, die sind schnell wieder weg. Die waren interessiert an diesem Thema, sind vielleicht sogar von außen gekommen. Das ist nicht die Kernnutzerschaft, von der wir glauben, dass sie langfristig von unserem Angebot profitieren kann, weil wir gar nicht das anbieten, was üblicherweise vielleicht von deren Interesse ist. Das heißt, da können wir schon ganz genau unterscheiden. Trotzdem ist es gut, dann haben wir erstmal Leads generiert, wir haben Aufmerksamkeit erzeugt auf das Thema. Wir haben uns da ganz genau überlegt, zum Beispiel bei diesem Rammstein-Wochenende, dass wir Themen auch frei haben, dass wir Themen im Plus haben, um so einen Mix auch hinzubekommen aus Reichweite und Abo. Das prägt schon inzwischen unser Denken und unser Alltag, insofern, dass wir überlegen, was sorgt für Conversions, was wird von aktiven Abonnenten gelesen, was wird lang gelesen, was wir zum Beispiel schon sehen, und das finde ich eine sehr wichtige und gute Erkenntnis, auch vor allen Dingen für unsere Journalistinnen und Journalisten, sind, dass die gut recherchierten, tiefen Texte, dass die gut gelesen werden und bis zum Ende und lange. Und das sind, und dann kommen wir nochmal den Bogen zu schlagen zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann haben wir exklusive Recherchen, an denen wir, und wo wir jetzt uns auch die Zeit gönnen und leisten, da tagelang dran zu arbeiten. Und dann nehmen der öffentlich-rechtliche Rundfunk nimmt diesen Text und filmt das nach. Denken Sie, oh, super Geschichte, fahren wir auch mal hin. Das sind so Punkte, oder berichten danach das, was wir ausgegraben haben. Das sind Punkte, das ist seit Jahren so, aber das wird immer ärgerlicher an dem Punkt, wenn wir schauen, dass wir damit eigentlich unsere Zukunft sichern wollen. Und da, glaube ich, brauchen wir eine Diskussion drüber. Und ich würde das gerne noch ergänzen, was Frau Supper angesprochen hat. Also wie kommen wir überhaupt weg von reiner Conversion hin zu echten, haltbaren Digitalabos? Wir haben bei Funke eine Zahl ausgerufen, die heißt, bis 2025 wollen und werden wir 1 Million Abonnenten haben und davon die Hälfte digital. Wie kommen wir dahin? Da ist ganz klar auch die Erkenntnis, also was es erstmal braucht an technisch wirklich State-of-the-Art Voraussetzungen. Da sind wir noch nicht. Auch da hat Herr Rüth, unser Geschäftsführer, der ja das Haus Mazak Gott sei Dank auch schon gut zukunftsfähig aufgestellt hat in den Strukturen, klare Defizite aufzuholen. Wir haben uns da ein Jahr für Zeit genommen. Das wird aber sicher nicht, also das muss maximal beschleunigt werden. Wir müssen das in 6, maximal 8 Monaten so hinbekommen haben, dass die technischen Voraussetzungen nicht der Grund sind, warum ein exklusives Macron-Interview unserer Zentralredaktion nicht hinter der Paywall ist, obwohl wir da eine immense Reichweite drauf hatten, wenn die Technik dann leider uns hier einen Strich durch die Rechnung macht. Und das ist, glaube ich, etwas, was jeder Regionalverlag so aus der Praxis immer noch leider erlebt. Was wir aber auch verstehen müssen, neben dem schon angesprochenen Punkt der kulturellen Veränderung in den Redaktionen, das ist, dass Regionalzeitungen für mein Gefühl viel mehr auch den Servicebereich bedienen müssen, also Probleme aus den direkten Lebensumfeldern unserer Leserinnen und Leser, die wir ja kennen.
bedienen, Lösungen und Ansätze bieten. Die Corona-Pandemie war da ein sehr gutes Beispiel, was das Thema Homeschooling angeht. Wir sind bei Funke seit vielen Monaten jetzt sehr viel weiter auch in der Entwicklung von E-Learning-Plattformen, also wirklich da Familien eine Begleitung, eine Unterstützung und auch Lösungsvorschläge anzubieten, warum es sich lohnt, ein Digitalabo zu haben. Das geht weiter mit dem Thema Medienkompetenz. Wir gehen in Kooperation mit einem Digitalcamp, BG3000 heißt dieses Start-up, in Schulen in unseren regionalen Verbreitungsgebieten und machen wirklich Kinder, Schulklassen und deren Lehrer digital fit, indem das Anliegen ist, die Gefahren des Internets, Stichwort Social Media, wirklich auch vom Ansatz, also von der Grundlage heraus zu erklären, Kindern zu erklären, wo lauft ihr Gefahr, Opfer von Cybermobbing zu werden. Vieles, was in Familien, gerade in Ballungsräumen, sich durch die Pandemie noch mal so extrem verschlechtert hat, sind tatsächlich Themen, die in der digitalen Welt stattfinden. Und auch hier muss für mein Verständnis eine Regionalzeitung wirklich Lebenshilfe und Begleitung ermöglichen und darüber hinaus die ganzen bereits bekannten Themen, die wir auch in unseren Zeitschriften natürlich abbilden, Reisen, Essen, Ernährung, also das ganze Spektrum. Hier muss es auch möglich sein, für Medienhäuser wirklich kooperativ und in Synergien zu denken, was die Inhalte angeht. Also einen Bereich, der in einem Reisemarkt, der aus dem Magazinbereich kommt, wirklich auch in eine Zeitungsbeilage zu bringen, den Mehrwert zu generieren, warum es sich lohnt, ein solches Abo zu haben, weil man dann Zugang zu einer Welt hat, die ungleich größer ist als das reine Printprodukt. Das macht die Zeit wunderbar vor, wo sie quasi mit einem Ticket, man kann über sicherlich auch die verschiedenen Paketlösungen nachdenken, Sie bekommen dann quasi mit diesem Ticket Zugang zu einer immens großen Welt und das ist der Mehrwert eines Digitalabos. Das heißt, es verschiebt sich auch so ein bisschen ja das Verhältnis, ne? Nicht nur Sender und Empfänger, sondern es wird ja eher ein Miteinander und mehr ein, wir bieten mehr Service und mehr Information, die, glaube ich, auch gerade in den letzten Jahren so sehr schmerzlich von allen Seiten irgendwie vermisst wurde und geschätzt wurde dann auch wieder. Und das ist absolut, finde ich, unsere Haupttrumpfkarte, weil das Ganze bieten wir in einem journalistisch sicheren Umfeld an. Sie müssen nicht bei Facebook unterwegs sein, um irgendwie herauszufinden, was ist die beste Gärtnerei in meiner Gegend. Und Sie können sich auf die Verlässlichkeit dieser Quellen dann verlassen, wenn das Medium, Berliner Morgenpost, was auch immer, immer schon mit morgens am Küchentisch saß. Wir müssen verstehen, dass die Kanäle, wie gesagt, es ist vollständig egal, auf welchem Kanal diese Marke in der Familie eine Rolle spielt. Aber auch das Thema Familienabo im Kontext zu Unterhaltungsthemen, das ist ein unglaublicher Mehrwert, den wir Verlage tatsächlich, also da kann ich von Funke insofern etwas entspannt sprechen, als dass wir da ein Alleinstellungsmerkmal besetzen, indem wir Magazine und Zeitungen verlegen. Wir haben diese Kompetenz im Haus. Wir können viel mehr aus einem Abo machen, als, und das ist vielleicht sicher jetzt auch zu kurz gesprungen, ein Digitalabo für ein Hamburger Abendblatt in mittlerweile quartalsmäßigen Runden immer teurer zu machen, in der Hoffnung, dass der Abonnent das nicht tatsächlich merkt. Und so sind wir, glaube ich, gegen Ende doch wieder ein bisschen im Konsens angekommen, zu sagen, okay, es verschiebt sich, ja, wir müssen mehr neu umdenken, auch Inhalte irgendwie neu denken. An dieser Stelle ist der Raum jetzt da für Fragen, wenn es denn welche gibt. Ja, das Mikrofon kommt gleich. Frau Weber, Sie haben vorhin ein bisschen beklagt, dass Sie die Konkurrenz des Öffentlich-Rechtlichen im Bereich der regionalen Berichterstattung spüren. Ich habe auch erlebt, und das ist gar nicht so lange her, dass ich bei Ihnen in der Gruppe zu Gast war und gehört habe, wenn es um Digitalisierung geht, sind wir gar nicht mehr imstande, die ländlichen Räume alle abzudecken. Passierte also nicht auch Folgendes, dass wenn es für Sie unwirtschaftlich wird, wenn Sie nicht die Unterstützung vielleicht auch finden von Seiten der Politik, in diese Räume hineinzugehen, dass Sie diesen Raum auch den Öffentlich-Rechtlichen überlassen und diesen besetzen müssen, weil das Ihr Auftrag ist? Ja, kann man so sehen.
Aber ich glaube, gerade ich und meine Familie stehen genau für das Gegenteil, dass wir eine große Anstrengung nachweislich und auch nachhaltig übernehmen und eben entsprechend auch die Verantwortung dafür tragen wollen, dass genau das nicht passiert. Wenn Sie mir eine Lösung anbieten können, wie wir in einem ländlichen Raum außerhalb von Thüringen sicherstellen können, dass die Thüringer Allgemeine dort als E-Paper unter 3 Stunden vom Kunden heruntergeladen wird, bin ich da sehr offen. Meine Frage hat die damalige Bundeskanzlerin Frau Merkel nicht beantworten können. Wir sind dann, wie Sie ja wahrscheinlich auch wissen, auf Zustellboxen übergegangen, weil es ist ja nicht nur ein Thema des nicht ausreichend ausgebauten Netzes, sondern dass wir die Menschen, die diese Produkte tatsächlich auch zu den Endverbrauchern tragen, nicht mehr in Lohn und Brot bekommen, weil der Arbeitgeber Amazon beispielsweise mit einem großen Verteilzentrum dort der viel attraktivere Arbeitgeber ist. Zum Glück, ich hoffe, Herr Koopmann vom Weser-Kurier ist noch hier, hat er mir gerade ein selbsterlebtes Leid geklagt und in dem Zusammenhang auch mal eine, wie ich finde, ganz wichtige Nachricht mitgeteilt, nämlich dass viele der Zusteller, die er verloren hat, an Amazon zurückgekommen sind, weil die Tatsache, dass man ihnen dort eine Smartwatch ans Handgelenk geschnürt hat, die auf die Minute genau dokumentiert hat, wer wohin gegangen ist. Ich glaube, auch das sind Nachrichten, mit denen wir offensiv und transparent umgehen sollen. Also das Thema Thüringen, da können Sie sich drauf verlassen. Und was die gesamte, das ist jetzt, weil es ein Funke-Thema ist, aber ich spreche da für unsere gesamte Branche, werden wir massiv auf politischer Ebene vortragen. Wir müssen, und davon bin ich überzeugt, das geschlossen als Branche tun. Leider ist uns unser Präsident jetzt irgendwie abhanden gekommen, aber es wird andere Wege geben, dass wir diese Themen ganz massiv nach vorne bringen, um zu garantieren, dass die Zustellung dieser Printprodukte, es wäre übrigens eine durchaus sehr schnell mögliche, machbare Lösung, die Mehrwertsteuer für Print- und Presseprodukte zu senken bis abzuschaffen. Also Sie können sich darauf verlassen, dass wir daran arbeiten werden und dieses Feld sicher nicht kampflos den Öffentlich-Rechtlichen überlassen werden. Schönen guten Tag, Kai Gnifke, Südwestrundfunk. Nun bin ich doch ein bisschen herausgefordert durch die Thematisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und würde einfach gerne nur eine kleine Präzisierung vielleicht mit Ihnen gemeinsam arbeiten. Sie haben eben gesagt, das Regionale ist exklusiv für die Verlage da und da hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk nichts zu suchen. Wenn ich die ARD und die Struktur richtig verstanden habe, ist Regionalität unsere Kernkompetenz. Weil sonst bräuchten wir keinen mitteldeutschen Rundfunk, keinen bayerischen, keinen norddeutschen oder sonst was Rundfunk, sondern würden einen nationalen Anbieter haben. Können wir uns vielleicht verständigen, dass das Lokale die Kernkompetenz insbesondere der Verlage ist, aber das Regionale, und das Regionale ist super schwer, das ist aber etwas, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk durchaus seinen Platz hat. Und nochmal, ich habe mich bewusst für dieses Panel entschieden, weil ich im Moment sehe, was das gerade für eine Situation ist, wie schwierig das ist. Und Papierpreise, Mindestlohn und Sie haben es alles schon genannt. Deshalb ist mir daran gelegen, dass wir vielleicht uns auf einer Ebene einigen und dann gucken, was wir zusammen machen können. Wenn ich vielleicht direkt antworten darf, Herr Knifke, vielen Dank für den Hinweis und vor allen Dingen auch das Angebot, hier wirklich miteinander abzustecken, was der Claim des jeweiligen ist, also Ihre Differenzierung vollkommen richtig zwischen lokal und regional. Ich bin übrigens davon überzeugt und deswegen würde ich Ihr Angebot sehr gerne annehmen, dass es wichtig ist, diese Themen, die nämlich für unsere Branche, ob jetzt öffentlich-rechtlich oder privatwirtschaftlich, von essentieller Bedeutung sind, dass wir die gemeinsam und im Dialog lösen. Das ist ein bisschen ähnlich wie unser Selbstverständnis als Printbranche oder Medienbranche. Wir müssen jetzt in unfassbaren weiteren Runden uns jetzt gegen Google, Facebook und Amazon aufstellen und da auf ein Entgelt hoffen, was wir jetzt irgendwie juristisch nach wie vor einklagen sollten. Also ich glaube, wichtig ist der Dialog, wichtig ist auch die Geschlossenheit dessen, was wir für diese pluralistische Medienlandschaft in Deutschland tun müssen, gemeinsam und nicht zu viel Kraft, Energie und Ressourcen in eine ständige Auseinandersetzung gegeneinander. Also insofern nehme ich das sehr gerne an und würde im Nachgang an einem anderen Ort mit Ihnen weitersprechen.
Vielleicht kann ich auch kurz dazu noch was ergänzen. Ich hatte ja eben von einer ordnungspolitischen Neuregelung gesprochen, einfach deswegen, weil ich glaube nicht, dass die Abgrenzung so einfach zwischen lokal und regional oder sowas möglich ist. Es ist halt einfach so, dass die Medien quasi im Internet zusammenschmelzen. Das ist ja das Problem, ne? Und wir konnten ja ganz gut damit leben, dass es auf der einen Seite Printbeiträge gab, Texte, die wir gemacht haben, und auf der anderen Seite Fernsehstücke und auch Radiostücke, die der Öffentlich-Rechtliche gemacht hat. Jetzt verschwimmt das alles auf einer Website, und da kommt ja jetzt die echte Konkurrenzsituation. Und dazu kommt noch, dass der Quellenschutz, Hanna Suppe hat das eben angesprochen, ja quasi nicht vorhanden ist. Früher durch das Druckverfahren hatte man wenigstens noch 24 Stunden, die man irgendwo eine gewisse Exklusivität hatte. Heute kommt irgendein Medium und sagt, wie die Sächsische Zeitung gestern berichtete oder gerade berichtet, ist es drin. Und es ist super für den Konsumenten, es ist aber nicht super für denjenigen, der recherchiert an einer Geschichte. Ja, aber das Internet gibt es noch nicht so lange. Das Internet gibt es noch nicht so lange. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt in neue Gefilde und machen neue Fässer auf, die wir hier jetzt gar nicht mehr bedienen können. Ich würde an dieser Stelle einmal sagen, es wird wahrscheinlich noch uns eine Weile begleiten, dass es beides gibt, und es hat auch definitiv seine Berechtigung, und das ist auch wichtig, und es kann, wie Herr Gnifke auch sagt, eine Ergänzung sein und ein Miteinander. Und wenn wir es schaffen, diesen Weg zu gehen, dann glaube ich, haben wir schon sehr, sehr viel geleistet in Richtung Zukunft. Wir haben ja noch ganz viele Themen eigentlich auf der Uhr stehen, die wir besprechen könnten und sollten und müssten und wollten, aber dafür bräuchten wir mehr Zeit und wahrscheinlich auch einen anderen Rahmen, um das vielleicht in einem Workshop-Format vielleicht eher zu besprechen. Aber wir sind ja gerade am Anfang dieses Themas. Deswegen herzlichen Dank für Ihren Input. Ich habe auch bewusst diesen Raum gewählt, Ihnen diesen Dialog zu geben, weil ich glaube, dass es wichtig ist, genau hier bei diesem Thema mal ins Gespräch zu kommen. Danke auch für die Fragen und für die Hinweise, und Ihnen allen wünsche ich noch ganz viel Spaß hier auf den Medientagen.